Ich bin David Lebusa, 28 Jahre alt, wohne in Dortmund und bin Wheelchair Skater. Ich weiß gar nicht so genau, ob es ein Moment war, wo ich mich für Skaten entschieden habe, sondern das war eher so, dass ich durch das Rollstuhltraining und durch mein eigenes Üben halt sehr schnell fit im Rollstuhl wurde, den gut beherrscht habe. Ich hatte einfach Bock drauf und bin dann irgendeinen Tag in den Skatepark gegangen, der in der Nähe von der Reha-Klinik war, und habe es dann einfach mal ausprobiert. Habe mich direkt auf die Seite gelegt, weil ich gar nicht wusste, wie man sich da mit dem Rollstuhl verhält. Aber auch das war so ein Gefühl von, egal, du kannst immer noch alles machen. Man kann halt nicht dieselben Sachen fahren wie BMXer oder Skateboarder, sondern muss sich schon so seine eigenen Sachen dann suchen. Ich fahre wieder hier rüber, fahre da hinten die Runde. Ansonsten mache ich halt immer wieder gerne One-Wheel-Spins, das ist also eine 360-Grad-Drehung auf einem Rad. Und die mache ich eigentlich überall, also in der Innenstadt, damit möglichst viele Leute auch staunend gucken, oder im Einkaufscenter, an der Kasse oder überall. Also ich denke, auf den schaffst du auf jeden Fall erstmal. Ne? Also du kannst im Prinzip ja auch von hier schon ein bisschen Schwung mitnehmen. Ja, mein Leben ist halt natürlich ganz anders, weil ich mir ja nie hätte vorstellen können, dass ich einmal nicht mehr laufen kann. Ich war auch aktiver Radsportler gewesen und von daher war es natürlich immer, meine Beine waren sozusagen mein Kapital. Ja, gerade nach dem Unfall war es sehr wichtig, dass meine Freunde und meine Familie mich täglich besucht haben im Krankenhaus. Weil ich hatte anfangs, wo ich halt noch nicht wusste, was möglich ist und wie es weitergeht, und halt auch mit starken Schmerzen im Krankenhaus lag, halt, wenn ich alleine war, ja, sehr, sehr viele depressive Phasen, und es war sehr anstrengend und da war jede Ablenkung einfach Gold wert. Und meine Freunde haben sich da abgewechselt, die haben tatsächlich wie so einen Schichtplan aufgestellt, dass die von früh morgens bis spät abends wirklich immer jemand da war, und haben sich da auch mit meiner Familie sehr gut abgesprochen, sodass wirklich lückenlos immer Beschäftigung da war. Ja, mit 2013 habe ich dann meine Freundin kennengelernt, die ich auch jetzt noch habe und hoffe ich auch noch lange habe. Und ja, möchte mal meinen, das ist dann doch die Liebe, von der man so oft spricht. In einer Beziehung halte ich für besonders wichtig, dass man sich halt ergänzt, dass man sich nicht immer einig sein muss, aber dass man eine gemeinsame Linie findet. Und bei mir und Lisa ist das einfach so, dass wir gerne unterwegs sind, gerne viel reisen, Neues entdecken. Dass wir auf Punkrock-Konzerte gehen und halt skaten gehen. Da haben wir schon was wir einfach gern zusammen machen. Aber trotzdem kann jeder so seine Sachen natürlich machen. Also das ist natürlich genauso wichtig.